Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Format. Das Ganze nennt sich Kommentarsafari und kurz erklärt heißt es nichts anderes. Wir gehen bei einem anderen YouTuber, also einem großen YouTuber, unten in die Kommentare von irgendeinem Video rein und schauen uns so die Best-ofs im Prinzip durch und stellen euch das Ganze vor, das teilweise sehr interessant und auch verstörend wirken kann. Deswegen wünsche ich euch eine wunderbare Unterhaltung bei diesem tollen Format und bis gleich. Katja, ich liebe deine Videos einfach. Ich finde dich einfach mega toll. Du bist ein echtes Vorbild. Und ich hoffe natürlich, dass du diese Nachricht auch lesen wirst. Beim nächsten Kommentar geht es um eine Frage. Und zwar, was fängt mit F an und hört mit Icken auf? Flicken. Flicken. Tüten. Ficken. Der nächste wunderschöne Kommentar heißt, Männer haben L zwei Bälle, aber dürfen die den Rücken nicht wehtun. Und der nächste Kommentar. Katja. Bei dir. Verrannt in der Nacht. Oh. Verdammte Kacke, ich halte es nicht mehr aus. Ich denke, ich spreche für alle. Wann machst du endlich deinen Porno? Katja, ich liebe dich. Du bist die Beste. Da geht nicht nur der Derbe nach oben. Katja, ich liebe deine Videos. Wenn du möchtest, kannst du mal in meinen Bau kommen und dann mein Möhrchen knabbern. Naja. Ich bewerfe euch alle mit lila Wattebäuschlein, bis ihr blutet. Abonniert mich! Was? Nee. Wir mögen so Leute nicht, die Leute andere fragen, dass sie abonnieren sollen. Na, ich möchte gar nichts mehr. Dann hör mir doch mal ordentlich zu. Nein! Irgendwie gebt ihr nur noch einen Fick auf eure Videos. Junge, ich weiß auch nicht warum, aber ich finde das nicht korrekt. Junge. Alter, ich bin gerade am Film, ja? Da will ich nicht gestört werden, ja? Das ist so eine verfickte Scheiß-Geldmacherei. Wie bist du eine geldgeile Schlampe, ne? Ja. Halt die Fresse! Oh, verteidigst du jetzt deine süße Bibi? Wie alt bist du, Lucia? 10? Oder 9? Wow, das ist ja noch schlechter als Kartoffelsalat. Ja, geil. Ey, Alter, lass mal Bibi in Ruhe. Ich bin kein größter Bibi-Fan, aber sowas ist echt kindisch. Ja, danke dafür. Was ist bei dir falsch? Also bei mir ist falsch, dass ich gerade ein Mikro rede, was nicht angeschlossen ist. Aber was ist bei dir falsch? Meine Mutter hat mal Nusspli gekauft, ihr könnt es gerne haben. Ja, wir haben nicht gehört, wir haben nicht verstanden. Wir reden mal mit deiner Mutter, dass sowas nicht mehr vorkommt. Dagi, du wirst niemals schön sein, Alter. Und sorry, du kannst dich auch nicht schminken. Ja, da hab ich's mehr drauf, ja. Ich hab es mehr drauf. Guck bei mir vorbei, ich habe auch viele Videos zum Schminken. Guck's einfach und dann kannst du dich mal schminken. Wie bekommt man Dagis Gehirn auf Erbsepsgröße? Ganz einfach, kräftig aufpumpen. Du scheinst da Erfahrung zu haben. Hallo Dagi! Also, es gibt einen Trick gegen vertrocknete Mascara bei Bibis Beauty Palace. Schau mal bei ihr vorbei. Ich guck sie mir auch jeden Tag an. Meine Oma ist halt gerade da und heißt Hildegard und das ist das Laptop von meiner Mutter, also ja. Es ist schön, dass deine Oma Hildegard heißt und auch schön, dass du an dem Laptop von deiner Mutter bist. Aber wen interessiert das und mit wem schreibst du überhaupt? Dagi, du bist die Beste. HDL, du bist das, was mich glücklich macht. Ich bin schon wieder ganz schwummerig von gestern Abend. Ja, es war so schön mit dir. Lächerlich. Lächerlich. Alle Drogen müssen legalisiert werden. Na? Ich finde, übermäßige Emoji-Nutzung, egal welches, sollte mit dem Gefängnis bestraft werden. Ne? Alter. Und wenn du mal meine Beauty-Videos gucken willst, ne, zu schönen Kleidern,
vielleicht auch mal bauchfrei, wie ich jetzt, auch wenn ihr es nicht seht, könnt ihr gerne bei mir vorbeischauen, ja? Also es ist echt geil. Wow. I think it's got the reds. Das heißt deutscher Polizist, nicht deutscher Polizist. Ich muss in meinem Titel gucken, da hast du was falsch gemacht. Sind ich endlich der Einzige, der dich hier fröhlich, warum ein 9-jähriges Mädchen WhatsApp hat? Die Spritze war noch gut. Ben ist seit 4 Monaten tot. Sie war doch nicht mehr so gut. Entschuldigung, machst du deine Sachen eigentlich wirklich kaputt? Nein, der spielt natürlich nur damit. Okay, ich bin beruhigt. Er lebt, das ist klar. Herzchen LG Wilhelm. Halt dein Maul. Okay. Von diesem komischen Affen hat der Kommentar geschrieben, Marfötzje brennt. Ja, mei, da werft doch Wasser drüber. Darauf habe ich gewartet. Ben Lexa, ich will Sex mit dir. Okay, am besten in der Mülltonne. Denn das ist schön. Klo, 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 ja, das Klo macht mich froh. Yeah. Yeah. Ach, du Scheiße, wieder alles voller Scheiße. Oh girl. Ja, zu gut Deutsch auf scheiß mal auf die Titten, ne? Scheiß. Wir machen es besser. Wir tun es besser machen. Yeah. Wir scheißen auf die Titten. Damit kriegen wir die Klicks. Damit kriegen wir die Klicks. Halt, stopp! Es wird hier nichts dran ändern! Boah! Kennt ihr diese Leute, die nach einem Like bitten? Wenn ja, dann lasst ein Like da. Mama, schau mal, Manuel hat gewonnen! Ach, dafür kommt er. Fick dich. Jetzt sind wir hier neu bei Akte XY und zwar 2 auf irgendwann. Ja. Ich hab eine Idee für eine Challenge. Such dir ein Hochhaus, spring aus dem 1. Stock, dann wiederhol das Ganze im 2. Stock und dann im 3. und dann im 4. und dann im 5. Wenn du es bis zum 10. packst, kriegst du von mir 10.000 Euro. Hey Leute, ich habe auch einen Kanal. Schaut mal bei mir vorbei. Ich mache Real-Life-Videos. Bitte ein Abo und ein Like da lassen. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ja, abonnieren, abonnieren. Noch ein kurzer Anhang. Heute ist das Abonnieren zum halben Preis. Also schlag zu, schlag zu. Das Like gibt's gratis dazu. Liken, liken, hallo. Ich habe MacBook. Und ich auch. Daumen runter. Der Anfang war voll zum Kotzen. Ich musste zum Arzt. Ich war voll verstört. Danke, LineTV. Danke. Ich bedanke mich dafür, dass ihr das Video so lange geschaut habt. Und jetzt lasse ich mit meinem Staubsauger in Ruhe. Was, das ist geil, oder was? Mit das Ende.